Viele von euch, die hier meinen Kanal verfolgen, sind sicherlich ein großer Fan des Spiels Ghost Recon Wildlands. Das sehe ich hier anhand der Klicks, dass viele meine Wildlands-Videos sehr, sehr gut finden und die ganz gerne gucken. Wobei es natürlich nicht nur Ghost Recon Wildlands in der Serie von Ghost Recon gibt. Es gibt natürlich noch Future Soldier, die Advanced Warfighter-Teile und die alten Teile Ghost Recon Island Thunder, Ghost Recon Jungle Storm und Ghost Recon 1, was im Jahre 2001 rauskam und was noch ein komplett anderes Spielprinzip gehabt hat, als wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel mit Ghost Recon Future Soldier oder gar mit Ghost Recon Wildlands vergleicht, was sich ja teilweise nochmal ein wenig anders als Ghost Recon Future Soldier spielt. Heute gucken wir uns in diesem Video mal die Entwicklung der Ghost Recon Reihe an und wie sich das ganze Gameplay denn gewandelt hat und vor allen Dingen, wo Ghost Recon jetzt hingegangen ist mit Ghost Recon Wildlands, wenn man das mal im Vergleich sieht zu den ersten Teilen, zum zweiten Teil, zu Advanced Warfighter Serie oder zu Future Soldier. Das ist das, was wir heute in diesem Video mal ein bisschen uns anschauen und ich hoffe, der ein oder andere lernt vielleicht noch mal ein bisschen was dabei oder lernt vielleicht auch mal die alten Teile von Ghost Recon kennen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere vielleicht auch die alten Teile noch gar nicht gespielt hat. Wie eben bereits angeschnitten, kam der erste Teil der Ghost Recon-Reihe im Jahr 2001 raus und wurde von Red Storm Entertainment hergestellt und published, wie man das von heute kennt, von Ubisoft. Wobei man auch sagen muss, dass Red Storm Entertainment bis Future Soldier immer noch die Konsolenversion entwickelt hat und Ubisoft Paris hat, glaube ich, ab Advanced Warfighter ungefähr die PC-Version dann hergestellt, weil Ghost Recon 2, was ihr jetzt hier gerade im Hintergrund seht als Gameplay, das wurde tatsächlich nicht für den PC hergestellt, das kam nur für die Xbox raus und für die PlayStation 2 und da muss man an dieser Stelle auch noch sagen, die Xbox und die PlayStation 2 hatten zwei verschiedene Stories und verschiedene Missionen. In Nordkorea hat man irgendeinen General gejagt und hier hat man einfach das nordkoreanische Militär geschwächt, kann man so sagen. Also da waren die Storylines ein bisschen verschieden und die Missionen waren auch ein bisschen verschieden. Der erste Teil der Ghost Recon-Reihe und die Add-ons dazu, wie Jungle Storm und Island Thunder, die waren auch nochmal ein bisschen anders. Das Befehlsinteraktionsmenü war deutlich größer, als man das jetzt in Ghost Recon 2 hier zum Beispiel sieht. Da hat man einfach nur so ein Auswahlrädchen, wo man halt ein paar Befehle geben kann. Ja, das ist deutlich abgespeckter als in Teil 1. Viele Fans der ersten Reihe, also des ersten Teils von Ghost Recon, fanden das mega geil, dass es da so ein gutes Befehlsmenü gab und dass man halt wirklich taktisch vorgegangen ist und seine Truppen von A nach B befehligen konnte. Man hatte da mehrere Squads, die konnte man befehligen. Ich hatte damals Jungle Storm auf der PS2. Ich bin damit aber nicht wirklich so bunt geworden, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Ja, also ich fand das nicht so geil, weil man hat einfach nur das Fadenkreuz gesehen bei den ersten Teil von Ghost Recon. Man hat auch nicht mal die Figur gesehen, man hat auch nicht mal die Waffe gesehen. Es war ein First-Person-Shooter, einfach nur mit Fadenkreuz. Also es hatte für mich irgendwie ein bisschen, der ein oder andere wird mich jetzt dafür schlagen, aber so ein Gefühl von Railgun-Shooter. Fand ich persönlich nicht so geil, aber es ist Geschmackssache. Natürlich ist es ein gutes Spiel gewesen, aber wirklich nur für diese extrem Hardcore-Shooter-Fanatiker. Finde ich heute auch geil, die extrem Hardcore-Shooter, diese ganzen Militär-Shooter, aber damals, zu der Zeit, wo man einfach nur bei Ghost Recon dieses Fadenkreuz gesehen hat, fand ich das nicht so toll, muss ich einfach jetzt mal so sagen. Da hat mir Ghost Recon 2 besser gefallen, wobei zu der Zeit mir immer noch besser SOCOM US Navy Seals gefallen hat, weil da war das Interaktionsmenü groß, man hatte eine Third-Person-Ansicht, wo man die Figur gesehen hat und es hat sich einfach deutlich besser angefühlt als jetzt Ghost Recon 2, muss ich jetzt von mir aus sagen. Ich bin erst wirklich so wirklich warm geworden mit der Ghost Recon Serie, als Advanced Warfighter rauskam. Und da muss ich dann wirklich sagen, das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, ja, die Ghost Recon Reihe, das ist eine Taktik-Shooter-Serie, die passt zu mir. Aber wirklich erst ab Advanced Warfighter, weil es da für mich einfach gepasst hat von Gameplay. Ich fand das cool, ich fand das war nicht zu krass als Hardcore-Taktik-Shooter entwickelt. Man konnte es auch als, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig in Anführungszeichen, Casual-Spieler spielen. Man hatte jetzt nicht so krass hohe Anforderungen, wie das in den ersten Teilen war, wo man wirklich nur auf den Aspekt Taktik ausgegangen ist, sondern man konnte auch einfach mal ein bisschen dumm drauf loslaufen und es wurde einen vielleicht der ein oder andere Fehler leichter verziehen als wie in den ersten Teilen. Ja, das hat man deutlich gemerkt und man hat halt gemerkt, dass man hier mehr so in Richtung Militär-Shooter geht. Da hat man es so wirklich gemerkt erst, finde ich. Wobei ich ja sagen muss, dass die Ghosts ja eigentlich eine Spezialeinheit sein sollen,
Und das merkt man in den Advanced Warfighter-Teilen nicht so wirklich. Da merkt man eher, dass man eine modernisierte Infanterieeinheit spielt, eine leichte Infanterieeinheit, die halt sich von Haus zu Haus, von Ortschaft zu Ortschaft taktisch bewegt. Da hatte ich eher so das Gefühl, dass das nicht wirklich eine Spezialeinheit ist, sondern man spielt halt eher eine leichte Infanterieeinheit. Was ich aber cool fand, ne? Also da muss ich jetzt sagen, das fand ich nicht schlecht, das fand ich wirklich cool, dass man da nicht so wirklich krass das Gefühl hat, dass man eine mega heftig spezielle Spezialeinheit spielt. Spezielle Spezialeinheit, auch gutes Wort dafür. Und was man sagen muss, es hatte einen sehr, sehr coolen Koop-Splitscreen-System-Link-Modus. Man konnte es halt lokal auf einer Konsole zusammenspielen oder halt auch online, halt über Xbox Live. Ich habe das damals auch auf der Xbox 360 gespielt, das Spiel. Sowohl Ghost Recon Advanced Warfighter Teil 1 und Teil 2 hatten diesen Modus, dass man zusammen mit Freunden halt auch gegen CPU-Gegner auf einer Map gespawnt ist und die einfach platt machen konnte. Und das habe ich tierisch viel damals mit zwei, drei Kollegen jedes Mal zusammengespielt. Das hat mir richtig, richtig Bock gemacht. Und wie ihr seht, ich habe da nochmal ein paar Szenen von aufgenommen in den letzten paar Tagen. Und ich habe es tatsächlich nochmal zwei Stündchen gespielt, nur allein diesen Modus, weil das hat mir einfach wieder Bock gemacht. Ne? Da hat es halt wieder irgendwie so gepasst für mich und Erinnerungen kamen halt einfach wieder hoch. Also da muss ich sagen, Ghost Recon Advanced Warfighter, danke, dass das rausgekommen ist, weil das hat für mich die Ghost Recon-Reihe schmackhaft gemacht. Kommen wir jetzt zum Vorgänger von Ghost Recon Wildlands, nämlich Ghost Recon Future Soldier. Und hier muss ich wirklich sagen, das ist einer meiner Lieblingsteile der Ghost Recon-Reihe. Spiele ich bis heute auch sehr, sehr gerne immer noch auf der Xbox 360. Hat mir wirklich riesig viel Spaß gemacht, habe ich damals totgesucht. Und auch den Online-Modus fand ich super. Der Multiplayer war einfach wirklich sehr, sehr spaßig. Und es hat sich nicht mehr so krass wie ein Taktik-Shooter gespielt, muss man auch sagen. Es hat sich deutlich mehr actionlastiger gespielt, aber irgendwie fand ich auch, tat das der Reihe auch mal gut. Also es ist wirklich verdammt geil, das Spiel. Ich finde es super und bis heute, wie gesagt, mit einer meiner Lieblings-Ghost Recon-Teile. Und da habe ich auch eine kleine Geschichte zu. Und zwar kam das Ganze 2012 raus und ein Jahr vorher wurde das auf der Gamescom vorgestellt. Das war, glaube ich, das erste Jahr, wo ich auf der Gamescom jemals war, 2011 oder so. Also 2011 war ich auf der Gamescom und 2013, glaube ich. Die letzten Jahre war ich ja, wie gesagt, nicht. Und da wurde das von Ubisoft in den Stand vorgestellt. Man konnte das selber nicht spielen, aber es wurde halt in ein Gameplay von einem Ubisoft-Mitarbeiter vorgestellt. Der hat das Ganze dann gespielt und hat den Gunsmith-Modus vorgestellt, beziehungsweise die Funktion Gunsmith, wo man seine Waffe individualisieren konnte mit verschiedenen Visieren, verschiedenen Läufen, verschiedenen Schulterstützen und. Und als ich das gesehen habe, war ich so gehypt, Leute. Das glaubt ihr gar nicht, weil ich war das ja schon gewohnt, weil ich Battlefield 3 gespielt habe, dass man da einiges modifizieren konnte, aber hier konnte man das einfach viel, viel geiler machen, fand ich. Also ich fand das Feature, fand ich einfach super und ich war mega gehypt, allein wegen dieser Gunsmith-Funktion war ich einfach tierisch gehypt auf das Spiel und letztendlich war diese Funktion auch wirklich cool und hätte das Spiel diese Funktion nicht gehabt, möge ich schon fast sagen, wäre das Spiel halb so cool gewesen, weil die Waffen in dem Spiel, die fühlen sich wirklich ziemlich gut an und das Waffenfeeling generell fühlt sich in dem Spiel ziemlich, ziemlich gut an, würde ich jetzt mal so hier sagen. Und man hat auch deutlich gemerkt, dass es so die ersten Schritte Richtung Ghost Recon Wildlands sind. Es hat schon ein paar Parallelen vom Spielgefühl her und von den Bewegungen her, merkt man da schon, dass das ein bisschen was schon von Ghost Recon Wildlands hatte. Natürlich war da Ghost Recon Wildlands noch nicht geplant, als das noch hergestellt wurde, aber man hat schon gemerkt, es geht so mehr in die Richtung Action-Shooter und nicht mehr Richtung Mega-Hardcore-Taktik-Shooter. Ich fand aber, das hat der Reihe auch ein bisschen gut getan und mir hat das Spiel wirklich sehr, sehr, sehr gefallen. Nicht nur wegen den Gunsmith-Modus, sondern weil auch die ganzen Figuren in diesem Spiel, das Squad selber, die Ghosts, auch in den Cutscenes sich gegenseitig Sprüche gedrückt haben. Das hat halt wirklich so ein bisschen filmreifen Aspekt gehabt, wie man das halt kennt, wie sich halt auch die Spezialeinheiten in den Filmen sich gegenseitig immer Sprüche drücken, wie man das zum Beispiel von Lone Survivor oder so kennt. Da hat man wirklich halt gemerkt, da ist eine Spezialeinheit, da hat man eher so das Gefühl von Kameradschaft auch bei den Ghosts gespürt. Das hat man bei Advanced Warfighter halt nicht so gehabt. Und das fand ich wirklich super an Future Soldier.
Kommen wir jetzt zum letzten und auch gleichzeitig mein Lieblings-Ghost Recon-Teil von allen Ghost Recon-Teilen, die bisher rausgekommen sind, nämlich Ghost Recon Wildlands. Future Soldier ist zwar auch einer meiner Lieblingsteile, der kommt direkt nach Ghost Recon Wildlands, aber für mich toppt kein Ghost Recon-Teil Wildlands. Ist einfach so, ihr habt ja gesehen, wie oft ich das Spiel gestreamt habe, wie viele Videos ich dazu gezeigt habe. Und auch die Outfit-Videos, die sind ja eingeschlagen wie sonst was. Ich fand Ghost Recon Wildlands war wirklich, wirklich gut. Und ich habe in noch keinem Ghost Recon so viel Zeit verbracht wie in Wildlands. Und ich weiß auch generell nicht, in welchem Spiel ich mehr Zeit verbracht habe in letzter Zeit als in Ghost Recon Wildlands. Gut, vielleicht Fallout 4, aber das war es dann auch schon. In Ghost Recon Wildlands habe ich, glaube ich, 200 oder 300 Spielstunden, irgendwie sowas um den Dreh. Mega viel habe ich da mit Freunden drin verbracht. Und hab das Spiel richtig hart gesuchtet. Hier merkt man wirklich deutlich, man kann taktisch vorgehen, muss man aber nicht. Es ist einem freigestellt. Man kann auch einfach in die Basen reinlaufen und einfach alles zerstören, was nur geht im Just Cause-Stil beispielsweise. Gut, man kann natürlich nicht so viel zerstören wie bei Just Cause, aber man braucht nicht unbedingt taktisch vorgehen. Kann man aber machen, wenn man zum Beispiel die Schwierigkeit hochstuft. Oder man kann natürlich auch das HUD ausschalten in Ghost Recon Wildlands, um das Ganze zu erschweren und das Ganze ein bisschen militärischer zu gestalten. Und wenn wir schon mal bei militärisch sind, hier merkt man wirklich, dass es eine Art Militärshooter ist. Man hat sehr, sehr viel Militärausrüstung, man spielt ja auch eine Spezialeinheit. Man hat so viele Möglichkeiten, seinen Charakter zu individualisieren mit verschiedenen Plattenträgern, Westen, verschiedene Kleidung, wobei ich da sagen muss, es könnte noch viel, viel mehr da reinkommen, weil ich bin halt ein Ausrüstungsfreak und man kann halt seine Waffe bis ins Detail modifizieren. Man kann hier so viel modifizieren, das ist echt unglaublich. Und wenn noch ein Ghost Recon Teil rauskommt, dann wäre es echt geil, wenn der auch nochmal getoppt wird. Also man muss einfach sagen, die Entwicklung von Ghost Recon ist mehr als nur positiv, auch wenn man im Trailer damals zu Ghost Recon Wildlands gesehen hat, dass die Grafik, ich meine, man ist es ja von Ubisoft gewohnt, dass es Grafik-Downgrades gibt, dass die Grafik da in den Trailern schon ein bisschen besser aussah. Auf dem PC sieht das Spiel zwar noch ein bisschen besser aus als auf der PS4 und der Xbox One, wobei man aber trotzdem sagen muss, dass es nicht so krass gut aussieht wie in den Trailern. Aber es sieht immer noch schön aus und man kann die Spielwelt wirklich genießen. Obwohl die Spielwelt echt manchmal, muss ich sagen, da muss ich echt sagen, ich hätte mir die ein bisschen belebter gewünscht, ja, also manchmal wirkt die, wenn man da lange durch die Gegend fährt mit einem Jeep oder so oder irgendein Einsatzfahrzeug, dann wirkt die ein bisschen tot manchmal. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen cooler gewesen, wenn die ein bisschen belebter wäre, wobei man sagen muss, die Map ist riesig, das soll erstmal einer schaffen. Allein dieses Spiel auf den Konsolen zum Laufen zu bringen mit dieser riesen Map ist schon echt Wahnsinn. Also da muss ich wirklich sagen, ein Lob an die Entwickler, ich fand Ghost Recon Wildlands super, auch wenn es in einigen Aspekten viel Potenzial verschenkt hat. Aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau, muss man einfach sagen. Sonst hätte ich nicht so viel Spielzeit in Ghost Recon Wildlands verbracht, wenn es mir nicht wirklich gut gefallen hätte. Es gibt immer Verbesserungen in jedem Spiel, egal wie gut man es findet. In Fallout 4 fand ich schon fast perfekt, da gibt es auch Verbesserungen, da kann man auch deutlich viele Sachen verbessern. Aber in Ghost Recon Wildlands muss ich sagen, das war wirklich eine Erfahrung, wo ich sagen muss, das ist eines der besten Spiele, die ich bisher gespielt habe. Jetzt nicht von der Story her, einfach vom Gameplay her, vom Spaßfaktor her. Von der Story her habe ich viel bessere Spiele natürlich gespielt bisher, wie Metal Gear Solid oder so. Aber ja, Ghost Recon Wildlands war einfach eine Erfahrung wert. Und ich spiele es ja bis heute immer noch ab und zu mal. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, das war jetzt so meine Geschichte zu Ghost Recon, wie ich Ghost Recon wahrgenommen habe und wie ich mit Ghost Recon angefangen habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, schreibt ihr bitte mal in die Kommentare, wie ihr zu Ghost Recon gekommen seid. Vielleicht auch erst mit Wildlands, man weiß es ja nicht, vielleicht habt ihr die alten Teile ja auch gespielt. Schreibt es mir mal in die Kommentare, das interessiert mich auf jeden Fall, dann werden wir da mal ein bisschen diskutieren da unten. Ne? Wir diskutieren ja immer während den Livestreams und während den Kommentaren unten. Da wird ja auch immer heiß diskutiert manchmal über bestimmte Spiele. Deswegen schreibt mir wirklich eure Meinung in die Kommentare. Das interessiert mich wirklich sehr. Deswegen mache ich auch eigentlich dieses Video. Damit ihr mal meinen Standpunkt seht und ihr könnt mir dann euren Standpunkt mal sagen zu Ghost Recon. Also, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.